Ich rufe auf den Einzelplan 07. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung wird aufgerufen mit Top 91, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Ungerechtigkeiten beim Schülerticket beenden, kostenlose Schülerbeförderung für alle, Drucksache 19/5767. Als erster Redner hat sich Kollege Eckert von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 18 Jahren CDU-geführter Landesregierungen zeigt auch der Einzelplan 07, dass diese Landesregierung keine Ideen und Ziele für Wirtschaft, Arbeit und Mobilität von morgen hat. Während die Landesregierung es zulässt, dass Landesstraßen vor sich hingammeln, wir in der Studie des DEW als Bundesland bei erneuerbaren Energien im Bundesländervergleich von Platz 12 auf 14 zurückfallen, während die wichtigste Infrastruktureinrichtung unseres Landes, der Frankfurter Flughafen, ein Schattendasein für die Landesregierung fristet, während der Wirtschaftsminister sich nur für angedrohte Betriebsschließungen in Hessen interessiert, wenn es seine eigene Heimatstadt interessiert, während all das in Hessen passiert, während gerade doch eigentlich mit dem Blick aus 2017 heraus für die Zukunft, für die Folgejahre, Ideen und tatkräftiges Handeln der Landesregierung notwendig und wichtig, aber das bleibt bei Schwarz-Grün eine Wunschvorstellung. Und ich will es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, an ein paar Beispielen noch einmal verdeutlichen. Die Energiepolitik habe ich genannt. Und man hätte ja denken können, das nimmt dann unter einem grün geführten Ministerium an Fahrt auf. Aber dem zeigt eben die Studie des DEW, dass das mitnichten der Fall ist. Und besonders wird in der Studie, Herr Minister, unter den besonderen Nachteilen, den negativen Seiten für Hessen als besondere Schwäche politisches Engagement angeführt. Das, meine Damen und Herren, Herr Minister, das ist ein Armutszeugnis. Beim Thema Flughafen ist der vormalig große Kämpfer gegen den Flughafen Al-Wazir dafür verantwortlich, dass Ryanair in Frankfurt den roten Teppich ausgerollt bekommt, mit allen negativen Folgen bei Arbeit und Beschäftigung einerseits und Lärmschutz andererseits. Da wird aus der vollmundig angekündigten Lärmobergrenze ein wachsweicher Kompromiss, ein Placebo, das weder rechtssicher ist noch wirklich etwas im Bereich Lärmschutz am Frankfurter Flughafen verändern wird. Und all das lassen Sie sich dann auch noch von der Luftverkehrswirtschaft in Ihren Entwurf des LEPs reindiktieren, meine Damen und Herren. Aber bei den Arbeitsbedingungen bin ich nicht nur bei Ryanair, sondern bei Grundsätzlichem für Wirtschaft und Arbeit von morgen. Wenn wir wirklich fairen Wettbewerb wollen, dann muss das ohne zulasten der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. Und dafür braucht es auch in Hessen ein echtes Tariftreue- und Vergabegesetz mit wirksamen Kontrollen, anders als das, wie Sie es bisher in Hessen haben. Und wenn wir über Arbeitsbedingungen reden, meine Damen und Herren, dann müssten wir auch den Worten Taten folgen lassen. Denn es braucht Handeln und Gestalten, auch des Landes bei Qualität von Arbeit. Und da hätten wir die Möglichkeit, mit sozialen Kriterien in der Wirtschaftsförderung unsere Vorstellungen von guter Arbeit auch in Hessen mit verwirklichen zu können. Sie, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, Sie weigern sich beharrlich, mit einer Zuschlagsregelung zu arbeiten, bei der Betriebe mit betrieblicher Mitbestimmung, mit Tarifbindung, mit Frauenförderung, mit unternehmerischer Verantwortung für Ausbildung und Weiterbildung und vielem anderen mehr, dass wir diese Betriebe in Hessen stärken und unterstützen. Das wäre ein Instrument, aber Sie wollen das in Hessen im Moment verweigern, meine Damen und Herren. Und Herr Boddenberg, ich weiß, das ist nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es das. Denn wir sind uns sicher, Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung stärken am Ende nicht nur das Unternehmen, sondern helfen dem gesamten Bundesland Hessen in einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns die Wirtschaftsstruktur unseres Landes anschauen, dann haben Sie für die großen Herausforderungen noch nicht einmal die Idee einer Notwendigkeit für Handeln durch das Land.
Der starke Automobilstandort Hessen befindet sich wegen uns allen bekannten Umständen und Herausforderungen in einem tiefgreifenden Wandel. Wenn wir Beschäftigung und Wertschöpfung in Hessen in Zukunft auch haben und gestalten wollen, dann muss die Landesregierung aktiv mit den Unternehmensleitungen und den organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Trialog gemeinsam die Herausforderungen begleiten und unterstützen. Denn nur so erhalten wir unsere wirtschaftsstarke Stärke, die uns im Bundesland in Hessen nicht vom Himmel gefallen ist, sondern hart erarbeitet wurde. Und diese Chance für die Zukunft sollten wir nicht verspielen, meine Damen und Herren. Genauso wie bei dem Thema Automobilstandort könnten wir das insgesamt, was das Thema Industriepolitik angeht, beschreiben. Auch dort genau weitestgehend Leere in politischen Initiativen im Bereich der Industriepolitik. Aber wenn wir doch das industrielle Rückgrat unseres Landes so vernachlässigen, dann, meine Damen und Herren, werden wir definitiv nicht die Herausforderungen für Wirtschaft und Arbeit von morgen in Hessen gestalten können. Dann geht dieser Zug an Hessen vorbei, und das kann hier keiner in diesem Hause von uns wollen. Und ja, das ist unter einer Herausforderung steht da nicht nur die Industrie, sondern der gesamte Wirtschaftsstandort Hessen. Das ist die große Überschrift Digitalisierung. Und da bin ich ja ganz schnell beim Minister und stimme ihm zu, wenn er so wie im FAZ-Interview vom 12. Dezember in der Überschrift Schnelles Internet ist ein Stück Daseinsvorsorge. Ja, völlig zu Recht, Herr Minister. Aber das ist dasselbe Problem wie so oft bei Ihnen. Dann gucken wir nämlich mal nicht nur auf die Überschriften, sondern gucken mal in die Substanz. Und dann zitiere ich Ihnen auf die Frage, ja, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, was muss ich denn da eigentlich tun als Region? Zitat des Ministers. Da kann ich auch nur sagen, macht Druck beim Bürgermeister, beim Kreis und natürlich beim Internetanbieter. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Genau, alle anderen sollen irgendwas machen, aber dass Sie irgendeine Verantwortung haben, kommt in diesem Satz in keinster Weise zum Ausdruck, meine Damen und Herren. Das nennt man landläufig, sich einen schlanken Fuß machen. Aber Sie reden natürlich von Gigabit-Gesellschaft. Sie haben aber keinen Plan, keine Strategie, und Sie bleiben seit 2 Jahren, solange wir darüber hier auch reden, bei Hoffen, bei Wünschen, bei Bitten. Aber das hat mit Strategie, Herr Minister, keinster Weise irgendetwas zu tun. Und wenn ich bei der kursorischen Lesung bei Ihnen nachfrage, was haben Sie denn in der sogenannten digitalen Strategie des Landes Hessen, die ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Sammelsurium von Überschriften und verschiedenen Einzelmaßnahmen, dann kommen Sie wirklich in der Beschreibung, das werden wir sehen und das werden wir entwickeln. Meine Damen und Herren, und wenn Sie konkret werden, das müssen wir dann auch einmal in Interviews bei Ihnen nachschauen, dann möchte ich aus dem gleichen Interview von Ihnen zitieren auf die Frage, sind 400 Mbit in so kurzer Zeit denn realistisch? Antwort des Ministers, ja, das ist realistisch. Das hat mit neuen Lösungen zu tun, mit denen die Anbieter aus alten Kupferkabeln mehr Leistung herausholen können. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Nein, Herr Minister, das ist nicht neu. Das ist eine Technik der Vergangenheit, Kupferkabel. Und wenn Sie das als Krücke nutzen in die Entwicklung der Gigabit-Gesellschaft, dann verkennen Sie die Zeichen der Zeit. Wir brauchen als Land Hessen eine eindeutige Glasfaserstrategie, denn nur so können wir Gigabit-Gesellschaft in Hessen auch wirklich realisieren, meine Damen und Herren. Aber in der Strategie, die Sie bisher vorgelegt haben, ist nicht nur wichtig, was drinsteht, sondern auch, was Sie alles nicht drinstehen haben. Komplette Bereiche von Digitalisierungsberatung für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Betriebsräte, Fehlanzeige, Herausforderungen für die Weiterbildung im digitalen Umfeld für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Fehlanzeige, wissenschaftliche Untersuchungen. Wie sehen denn tatsächlich die Veränderungen in der Arbeitswelt in Hessen bei unserem spezifischen Wirtschaftsstruktur in Hessen unter den Bedingungen der Digitalisierung aus, Fehlanzeige und so weiter und so fort. Was das angeht, ist Hessen ein weißer Fleck auf der Landkarte, was die Herausforderungen von Digitalisierung für Wirtschaft und Arbeiten bedeutet. Aber Digitalisierung darf doch keine Elitendiskussion nachher sein. Wir müssen alle mitnehmen. Wir brauchen eine starke Wirtschaft in Zukunft mit starken und fitten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und diesen Herausforderungen müssen wir uns auch als Bundesland stellen. Und dazu geben Sie keine Antworten in Ihren bisher vorgelegten Szenarien, meine Damen und Herren. Aber wie soll es auch anders sein? Wie soll es auch anders sein? An der Spitze dieser Landesregierung ein Landesgroßvater Volker B., der sich rühmt, bisher noch keine einzige E-Mail abgeschickt zu haben, der bisher selber noch nie am Rechner gesessen und gearbeitet hat und viele andere Dinge mehr, bis hin zu Twitter, ist die Seuche.
Wer über alles redet, aber selbst keine Erfahrung und keinen Einblick in diese Thematiken hat, wie soll der denn ein Gefühl dafür bekommen, was Digitalisierung auch in der Veränderung von Geschäftsprozessen, in der Veränderung von Geschäftsmodellen, die Frage von Veränderungen in Produktionsprozessen und Wertschöpfungsketten, wer das nicht versteht, weil er selber keinen Bezug da hat, braucht sich doch niemand zu wundern, dass wir eben nicht Hessen vorn sind, sondern große Probleme haben. Und deswegen von oben herab muss das gestaltet werden. Und daher sind Sie mit dem Ministerpräsidenten sicherlich falsch aufgestellt, meine Damen und Herren. Aber Infrastruktur nicht bei der Digitalisierung Thema, sondern natürlich auch, was die Mobilität angeht. Wir finden in Hessen viele große Baustellen, nur leider keine realen auf den Landesstraßen. Wir finden keine realen bei Neubauprojekten, was die Landesstraßen angeht und ähnliche mehr. Von daher eher virtuelle Baustellen. Und dann, wenn wir Sie konfrontieren mit den drastisch gestiegenen Zeiten an Stauzeiten in Hessen und ähnliche mehr, behaupten Sie hier an diesem Pult irgendetwas, das hat mit Bundesautobahnen und Baustellen zu tun. Wenn wir Sie dann aber fragen, geben Sie uns doch einmal die Daten, woher Sie denn das ziehen, antworteten Sie, haben wir nicht, wir haben keine Zahlen, und das wäre jetzt viel zu viel Aufwand, das rauszuziehen. Woher nehmen Sie eigentlich diese Erkenntnis, Herr Minister, wo Sie das so hier dargestellt haben? Am Ende des Tages ist es so, dass nach 18 Jahren CDU-geführter Landesregierungen die Infrastruktur in Hessen auf den Hund gekommen ist. Marode Straßen, fehlende Infrastrukturprojekte, volle Züge und S-Bahnen, exponentielles Wachstum in Stauzeiten in Hessen und vieles andere mehr. Und auf die Herausforderung bieten Sie keine Antwort. Sie haben eine kaputt organisierte Landesverwaltung Hessen mobil mit immer weniger Menschen, mit einem Stellenabbaupfad, den Schwarz-Gelb begonnen hat und den Sie mit Schwarz-Grün weiter exekutieren. Und, Herr Minister, Sie wissen das, Sie haben hier an dem Pult das schon einmal gesagt, Sie sind der Minister, der das gestoppt hat. Nein, Sie stoppen es nicht. Auch der Entwurf des Doppelhaushalts legt etwas anderes dar. Sie exekutieren den Stellenabbaupfad von Hessen Mobil weiter. Sie sorgen nicht dafür, dass wir die Planungskapazitäten hinbekommen, damit überhaupt all das geleistet werden kann in Baumaßnahmen, die wir brauchen. Und deswegen, wenn Sie das behaupten, Sie hätten ihn gestoppt, Herr Minister, dann ist das haarscharf an der Wahrheit vorbei. Aber es hat mit der Realität nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und was nützt uns Schülerticket und Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete, wenn sie nicht zur Arbeit kommen können mit dem ÖPNV, meine Damen und Herren? Und die Antwort kann doch dann nicht sein, na ja, ihr kommt zwar nicht zur Arbeit, aber dafür nachts länger zur Party. Das ist zwar als in der Nachtverbindung im Rhein-Main-Gebiet ein richtiges Einzelprojekt, aber es gibt doch nicht die Antworten und die Herausforderungen auf die Frage von Veränderungen im Mobilitätsverhalten in der Fläche, insbesondere im ländlichen Raum. Und auch dazu geben Sie mit einer Mobilitätsstrategie für das Hessen von morgen bislang keinerlei Antworten, meine Damen und Herren, wie wir das für den Berufsverkehr, für die Pendlerinnen und Pendler und viele andere mehr in Hessen organisieren können. Deswegen, ich bleibe dabei zum Schluss. Hessen steht nach 18 CDU-geführten Jahren Landesregierungen hier im Stau, in überfüllten S-Bahnen. Dieser Befund der letzten Plenarrunde ist nach wie vor so traurig wie wahr. Aber Sie leisten auch mit diesem Haushalt keinen wirklichen Beitrag. Meine Damen und Herren, am Ende des Tages wundert es natürlich einen schon, dass vor allem auch Ihre eigenen Parteifreundinnen und Freunde vor Ort manchmal doch sehr deutlich weiter sind als das, was Sie hier in der Regierungskoalition zustande bringen. Ein freundlicher Blick in den Odenwald, das hilft immer bei vielen Sachen, aber in dem Fall besonders hat die CDU-Kreistagsfraktion einen wirklich richtigen Antrag geschrieben, den Sie beschreiben mit, es braucht Nachhilfe für den Verkehrsminister, es braucht Nachhilfe für die Landesregierung, weil sie vernachlässigt die Mobilität und die Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum. Richtig, CDU im Odenwald, aber erklärt es bitte nicht nur im Kreistag, sondern macht mal Druck bei euren eigenen Leuten, damit sie es auch im Landtag verstehen. Deswegen abschließend, meine Damen und Herren, es geht um die Zukunft von Wirtschaft und Arbeit, um Mobilität von morgen in Hessen. Dazu bieten Sie im vorgelegten Haushaltsentwurf für die beiden nächsten Jahre nur unzureichende Antworten und viel Stückwerk von Strategie und Planung sind Sie meilenweit im Hintertreffen. Auch da steht Hessen meilenweit im Stau, sowohl real wie digital. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Eckert.
Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Müller für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch der Einzelplan 07 reiht sich in die subjektive Wahrnehmung des anderen, nämlich der SPD, ein, die völlig ab von der Wirklichkeit ist, wie sie sich in diesem Haushalt findet. Sie haben hier wieder Ihre großen Anfragen recycelt und haben Grundsatzreden gehalten, aber mit dem Haushalt, der hier vorliegt, hatte das alles überhaupt nichts zu tun. Wie schon im Titel des Ministeriums deutlich wird, ist der Einzelplan 07 von zentraler Bedeutung für die Entwicklung dieses Landes. Es sind die Bereiche Mobilität, Verkehr, Energie, Wirtschaft und eben Landesentwicklung. In keinem anderen Bereich zeigt sich, dass Ökologie und Ökonomie in keinem Widerspruch stehen, sondern im Einklang sind und damit gut für Hessen. Dafür stellen wir auch in diesem Doppelhaushalt wieder die Weichen. Den Energieteil lasse ich mal zugunsten meines Kollegen Daniel May aus. Der kommt aber ja morgen noch einmal ausführlich in dem Setzpunkt der FDP dran. Deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. In Hessen und auch in diesem Haushalt sehen wir, dass gute Bedingungen für die Gründerinnen und Gründer geschaffen werden. Ein gutes Beispiel ist das Tech-Quartier in Frankfurt, in dem die Fintech-Szene zu Hause ist und jetzt schon aus allen Nähten platzt. In diesem Doppelhaushalt werden Mittel bereitgestellt, um weitere innovative Start-ups zu unterstützen. Ganz konkret, um mal konkret zu werden, was wir hier ja lange nicht waren, soll ein Risikokapitalfonds aufgelegt werden, der zu 50% mit privatem Kapital ausgestattet wird, und die andere Hälfte kommt vom Land. Der Charme dabei ist, dass auch so die Netzwerke der privaten Kapitalgeber genutzt werden können. Also, Hessen ist innovativ und ganz vorne auch bei der Unterstützung von Start-ups. Das Thema Digitalisierung. Wir hatten die Anhörung, wir haben es gerade von Herrn Eckert gehört, hat uns schon lange beschäftigt, von Ihnen immer wieder kritisiert. Ja, weil Sie auch nicht zuhören. Auch bei der Regierungserklärung des Ministers haben Sie nicht zugehört. Der Haushalt ist ja in Zahlen gegossene Politik. Und wenn Sie sich das angeguckt hätten, finden Sie im Einzelplan 07 auch dort Mittel für die Digitalisierung. Bis 2021 werden für die Digitalstrategie knapp 34 Millionen € zur Verfügung gestellt. Und zusätzlich dazu werden ab 2019 noch einmal 7,4 Millionen € mehr für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Damit ist dann auch eine weitere Kofinanzierung des Bundes möglich. Hessen ist auf einem guten Weg, die 50 Mbit flächendeckend zu erreichen. Die Nordhessen können Ihnen bestätigen, dass wir ständig Einladungen zu Breitbandgipfeln bekommen und dass es da fast wöchentlich nicht im Schneckentempo, sondern ohne Geschwindigkeitsbegrenzung vorangeht. Herr Eckert hat auch schon das FAZ-Interview von Herrn Al-Wazir zitiert. Das schnelle Internet ist gerade für Unternehmen im ländlichen Raum wichtig. Das ist Standortpolitik, und das ist für Sie wichtiger als ein gut ausgebautes Straßennetz. Und da, wie gesagt, gibt es auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Ausbau. Denn ohne schnelles Internet wird sich kein Unternehmen im ländlichen Raum, aber auch nicht in der Stadt, ansiedeln. In diesem Zusammenhang gibt es dazu noch ein schönes Projekt, weil das Herr Schäfer-Gümbel auch gestern angesprochen hat, zur Unterstützung der kommunalen Aufsichtsbehörden bei der Einführung eines Programms zur elektronischen Abwicklung der Bauantragstellung und Bearbeitung. Dafür stehen jeweils 500.000 € zur Verfügung. Insgesamt also ein gutes Paket, das Hessen auf dem Weg zur Digitalisierung voranbringt. Das könnten Sie einmal zur Kenntnis nehmen und nicht schlafen auf der linken Seite. Ja. Hat ja genau, das war mein Ziel erreicht. Damit komme ich von der virtuellen Autobahnpolitik zur Verkehrspolitik. Wir betrachten alle Verkehrsmittel gleichwertig. Deswegen ist für alle etwas dabei. Und es ist nicht so, wie Herr Schäfer-Gümbel gestern erklärt hat, dass die Stauprobleme mit neuen Straßen gelöst werden können. Innovation, Digitalisierung und Vernetzung sind die Herausforderungen der Zukunft, um Mobilität für alle nachhaltig und bequem zu gestalten. Und dazu leistet diese Landesregierung und dieser Haushalt einen wichtigen Beitrag. Auch uns immer wieder die Staustunden vorzuhalten,
bringt uns nicht weiter. Es wurde auch schon mehrfach erklärt, wenn Geld investiert wird, es Baustellen gibt, kommt es zu mehr Stau. Man könnte sich auch einmal die Zahl der Zulassungen angucken, die steigen und, und. Also das Argument mit den Staustunden ist dünn. Und man könnte sich auch einmal die Staustatistik des ADAC angucken. Unter den Top 10 ist NRW ganz vorne dabei, mit mehreren Autobahnen, während von Hessen nur eine Autobahn genannt wird. Also, ja, zum Beispiel auch die SPD, oder? Das ist ja ein Beweis dafür, dass wir mit der CDU in dem Bereich etwas hinkriegen und mit der SPD nicht. So könnte man es ja auch einmal sehen. So. Wenn Sie fertig sind, mache ich dann jetzt auch mal weiter. Aber wir investieren nicht nur in Straßen, sondern auch in die Schiene und in den Radverkehr, in die Nahmobilität und in die Elektromobilität. All das finden Sie in dem Haushalt wieder in Zahlen ausgedrückt. Und wir verpassen es auch nicht, Anreize zum Umstieg zu schaffen durch die Freifahrtberechtigung und erhöhen die Mobilität der Schülerinnen und Schüler durch das Schülerticket. Und noch ein Wort zur Gerechtigkeitsfrage. Was ist denn daran ungerecht, wenn jetzt mehr Menschen als vorher die Möglichkeit haben, sich für weniger Geld ein Schülerticket zu kaufen, in ganz Hessen mobil zu sein, und die anderen, die vorher nichts bezahlt haben, auch weiterhin nichts bezahlen und noch mobiler sind als vorher? Also ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für alle und keine Gerechtigkeitslücke. Gut. Wieso? Ich habe nicht gesagt, kostenlosen ÖPNV für alle. Ich habe gesagt, er muss bezahlbar sein, und das ist er für alle. Und die FDP hat ja einen anderen Haushaltsantrag gestellt, das zu streichen, während sie in der letzten Koalition ja auch noch vollmündig das Jobticket verkündet hat, es aber nur geschafft hat zum 10% Großkundenrabatt. Also vielleicht ein bisschen Neid auf die Umsetzungsfähigkeit dieser Landesregierung. Um noch ein paar Zahlen aus dem Haushalt zu nennen, den Landesstraßenbauetat erhöhen wir 2018 um 20 Millionen € und in 2019 um 30 Millionen €. Davon gehen in 2018 1 Million € in den Radverkehr und in 2019 2 Millionen € mehr in den Radwegebau an Landesstraßen. Damit kommen wir auch einer Forderung der FDP nach, die ja kritisiert hat, noch nicht einmal da würden wir mehr tun. Aber wir machen mehr. Zusätzlich schaffen wir 3 zusätzliche Stellen für die Radwegeplanung bei Hessen Mobil, damit es da vorangeht. Und wenn ich gerade beim Radverkehr bin, auch innovative Projekte in Stadt und Land fördern wir mit einer zusätzlichen Million. Also mit Innovation und Digitalisierung unterstützen wir Projekte und leisten einen Beitrag, um insbesondere in den Innenstädten den Radverkehr attraktiver zu machen. Und damit sorgen wir auch für bessere Luft, weniger Stau und mehr fitte Menschen. Zurück zum Straßenbau. Genau, das schaffen wir. Zurück zum Straßenbau. Für den Landesstraßenbau stehen dann insgesamt inklusive der erhöhten Planungsmittel 2018 177,1 Millionen € und in 2019 188,1 Millionen € zur Verfügung. Da kann man nicht von Vernachlässigung des Straßenbaus reden. Zusätzlich gibt es ein Sonderprogramm bei Hessen Mobil zur Erneuerung des Betriebsfahrzeugbestandes mit einer Rate von 1 Million € in 2018 und in einem Gesamtumfang von 9 Millionen € in 2021. Also, es tut sich etwas, und tun Sie nicht so, als ob es Stillstand herrschte, sondern Innovation und Fortschritt. Nehmen Sie es nur einmal zur Kenntnis. Es stehen auch erhebliche Mittel zur Umsetzung des Klimaschutzplans im Haushalt, um Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Dafür haben wir auch Fraktionsanträge gestellt für Verpflichtungsermächtigungen, dass auch nachhaltig qualifiziertes Personal eingestellt werden kann, z.B. für die Fachzentren für Mobilität im ländlichen Raum und das schulische Mobilitätsmanagement. Dazu gibt es weitere Programme für Bürgerbusse. Und um das Bild rund zu machen, außer dem Ausbau der Schieneninfrastruktur, sichern wir auch die sogenannten Entflechtungsmittel ab 2090 mit 100 Millionen €. Das sind 3,5 Millionen € mehr als vorher, waren es 96,5 Millionen €. Und ab 2020 brauchen wir dafür originäres Landesgeld, was Sie schon anderweitig verfrühstückt haben. Wir sorgen uns für den kommunalen Straßenbau und für die kommunale Schieneninfrastruktur.
Also, wir sind gut aufgestellt, und der Haushalt ist es auch. In diesem Sinne blicken wir auf zwei weitere gute Jahre für Hessen. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die wirtschaftliche Situation sei gut. Das haben wir ja viel gehört jetzt in den anderthalb Tagen Haushaltsdebatte, aber eben leider nicht für jeden in diesem Land. Bezogen auf die bloßen Konjunkturdaten stimmt das, aber dieser Wohlstand kommt nicht bei allen an. Die Ungleichheit in diesem Land ist immens. Ich habe gestern aus dem Landessozialbericht bereits zitiert. Das heißt also, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es noch lange nicht allen gut. Und das beste Beispiel, was wir dafür in Hessen haben, ist gerade Siemens, wo ein Konzern trotz gesteigertem Gewinn, trotz einer erhöhten Dividendenausschüttung an die Aktionäre 7.000 Stellen abbauen will. Und das ist vollkommen inakzeptabel, meine Damen und Herren. Aber auch an anderen Orten in Hessen sind Industriearbeitsplätze gefährdet. Und da wäre es dringend nötig, gerade wenn wir über die Automobilindustrie sprechen. Und natürlich wäre es da dringend nötig, auch vonseiten der Landespolitik Zukunftskonzepte zu entwickeln. Also wie man beispielsweise die Automobilindustrie so zukunftsfest auch umbauen kann, dass man die Arbeitsplätze auch langfristig sichern kann. Ich finde, da kommt einfach zu wenig an industriepolitischen Konzepten von dieser Landesregierung. Das Thema gute Arbeit, gute Löhne ist angesprochen worden. Das könnte man auch hier könnte die Landesregierung mehr tun, z.B. indem man erstens ja, ein Vergabegesetz hätte, das sehr viel konkreter wäre und vor allem auch besser kontrolliert würde. Aber man könnte eben, wie wir schon vor vielen Jahren gefordert haben, auch im Vergabegesetz einen Landesmindestlohn festlegen, weil wir ja natürlich wissen, dass von dem gesetzlichen Mindestlohn im Rhein-Main-Gebiet in Hessen überhaupt niemand leben kann. Er ist viel zu niedrig. Er ist eben nicht armutssichernd. Und deswegen wäre es ein richtiger Schritt, zu sagen, wir geben öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen, die sehr viel höher bezahlen, damit man eben Lohndumping auch hier wirklich, dass man Lohndumping hier einfach eine Grenze zieht, meine Damen und Herren. Wir diskutieren in diesem Haushalt ja nicht nur die wirtschaftliche Lage, sondern wir diskutieren auch die Verkehrspolitik. Die Mittel für die Verkehrsverbünde und den ÖPNV sind angesichts der jahrelangen Vernachlässigung weiter nur Tropfen auf dem heißen Stein. Busse und Bahnen fahren weiterhin auf Verschleiß. Und die Leidtragenden sind die Fahrgäste, weil vielerorts jenseits der Ballungsräume die Bahnen immer, also die Anbindung immer schlechter wird. Das heißt also, weite Teile des ländlichen Raums werden einfach abgehängt von der Verkehrsinfrastruktur, während wir in den Ballungsgebieten die Situation haben, dass Busse und Bahnen faktisch aus allen Nähten platzen. Von daher sind die Leidtragenden dieser Entwicklung natürlich die Fahrgäste in allererster Linie, aber es sind auch die Beschäftigten, die bei dieser Unterfinanzierung den Unterbietungswettbewerb insbesondere im Busbereich ausbaden müssen, immer schlechtere Arbeitsbedingungen, Pausenzeiten werden nicht eingehalten, Wartezeiten als Pausezeiten deklariert. Sie sagen jetzt, das stimmt nicht, Herr Minister. Wir hatten ja Anfang des Jahres den Busfahrerstreik gehabt, wo ich weiß nicht, ob Sie vor Ort waren, ich war vor Ort, ich mich mit vielen Busfahrern und Busfahrern genau über ihre Arbeitsbedingungen unterhalten habe und den Eindruck hatte, dass hier eine ganze Menge zu tun ist. Und da wäre es doch wichtig, dass die Landesregierung über die Ausschreibungspraxis nicht den Wettbewerb auf Rücken der Beschäftigten auch noch anheizt, sondern dass man hier klare Dinge einzieht, dass man deutlich macht, nicht der Preis ist das allererste Kriterium, sondern die Qualität. Die muss gesichert werden, gute Qualität im ÖPNV und gute Arbeitsbedingungen. Und gerade das Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine erhebliche Kapazitätserweiterung des ÖPNV, dessen Zustand seit dem Ende der 80er Jahre weitgehend stagniert. Und der ÖPNV ist in Hessen natürlich auch immer noch viel zu teuer. Und wir müssen über neue Wege der ÖPNV-Finanzierung nachdenken, notwendige Preissenkungen herbeiführen und gleichzeitig den dringend benötigten Ausbau des Angebotes gerade auf dem Land stemmen zu können. Immer teurere Fahrscheine können nicht der Weg sein. Mittelfristig
wäre der Nulltarif für Bus und Bahn für alle das richtige Zeichen, um deutlich zu machen, wir wollen ernst machen mit der Verkehrswende und mit dem Klimaschutz. Und das ist keine Spinnerei, sondern das wäre machbar. Bereits heute wird die Hälfte der ÖPNV-Kosten bezuschusst, und nur die andere Hälfte kommt aus Fahrkarten. Die andere Hälfte könnte auch aus anderen Quellen kommen. Man könnte darüber nachdenken, ob man z. B. Unternehmensabgaben einführt zur Finanzierung des ÖPNV. Man kann auch über eine sozial gestaffelte Beitragsfinanzierung nachdenken. All das ist möglich. Lassen Sie uns das doch ausprobieren. Deswegen haben wir Geld für entsprechende Pilotprojekte in den Kommunen in unseren Haushaltsanträgen auch beantragt. Es gibt gute Beispiele, wie man beim Thema Nulltarif vorankommen kann. Und ich finde, hier sollte man zumindest einmal die Möglichkeit eröffnen, dass die Kommunen solche Projekte prüfen und testen können für sich, meine Damen und Herren. Es ist ja ein richtiger Schritt, dass es jetzt die Freifahrkarten für Landesbeamte und Landesbeschäftigte gibt und für Schülerinnen und Schüler zumindest das Schülerticket. Aber wir müssen natürlich sehen, dass das ist gut und das ist richtig. Aber das ist natürlich ein bestimmter Teil nur der Bevölkerung. Dass zum Beispiel eine Sozialpassinhaberin in Frankfurt zahlt immer noch über 50 € für ihre Monatskarte und damit kann sie dann auch nicht hessenweit, sondern eben nur in Frankfurt fahren. Von daher, da sind ganz gute Ansätze da, aber die müssen ausgeweitet werden. Und speziell zum Schülerticket. Für viele, das habe ich gestern auch schon gesagt, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es schafft neue Ungerechtigkeiten. Zum einen, dass Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern in den Sonderstatusstädten, also in Hanau, Rüsselsheim, Wetzlar, Bad Homburg, Fulda, Gießen und Marburg, da werden die Schülerfahrkarten auf einen Schlag etwa 20% teurer. Ja, ich weiß, jetzt sagen Sie, dafür kann man auch in ganz Hessen fahren. Ja, aber trotzdem ist es eben so, wenn man, ja, das ist aber kein überzeugendes Argument. Wenn ich von Frankfurt nach Berlin fahre mit dem Zug und einen bestimmten Preis bezahle und mir dann jemand sagt, ab jetzt zahlst du 20% mehr, aber kannst dann weiterfahren bis, was weiß ich, Prag, ja, dann habe ich doch davon überhaupt nichts, wenn ich da nicht hin will. Also von daher ist es doch erst einmal eine Kostensteigerung. Also dann ist es doch erst einmal eine Kostensteigerung, weil natürlich viele Schülerinnen und Schüler nicht permanent quer durchs Hessenland fahren und deswegen hat das nichts mit Meckern zu tun, Herr Pentz, sondern das hat damit etwas zu tun, dass man eben natürlich auch sagen muss, wo die Probleme hier liegen. Und eine weitere, und natürlich haben wir auch die Situation, dass einige Schülerinnen und Schüler dieses Ticket quasi geschenkt bekommen, während andere es bezahlen müssen. Und das hängt eben davon ab, wie weit man entfernt von der Schule wohnt. Und das ist günstiger als andere Monatskarten, aber für viele Familien, vor allem mit mehreren Kindern, ist das immer noch viel Geld. Für Eltern, die jeden Euro umdrehen müssen, insbesondere wenn sie mehrere Kinder haben. Und ich finde, gerade wenn man sich die Familien anschaut, die beispielsweise im Hartz-IV-Bezug sind, für die ist das ein echtes Problem. Und deswegen haben wir ja beantragt, und der Antrag liegt ja in der Debatte jetzt auch vor, dass das Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos ist. Darf ich Sie an die Redezeit erinnern? Ups, ja. Ja, ups. Na gut. Ja, aber da ich ja die Letzte bin, rede ich ja nur meine eigene Redezeit weg. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Deswegen soll das Ticket für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos sein. Das wäre auch ein wichtiger Beitrag zur Herstellung von Chancengleichheit. Und wir appellieren noch einmal an Sie, diesem Antrag zuzustimmen, meine Damen und Herren. Wir wollen Mobilität für alle, und zwar bezahlbar und barrierefrei. Wir haben ja die Situation, dass viele Bahnhöfe gar nicht für alle Menschen benutzbar sind, weil sie für Rollstuhlfahrer beispielsweise, weil sie überhaupt keine Fahrstühle haben oder die Fahrstühle andauernd defekt sind. Wir haben die Situation, da hat jetzt die Landesregierung nicht die Verantwortung. Wir haben die Situation, dass wir beispielsweise am Wiesbadener Hauptbahnhof Blindenleitsysteme, dass dort Blindenhinweistafeln in den Weg gestellt wird. Also ich glaube, gerade in dem ganzen Bereich der Barrierefreiheit ist so viel zu tun im Bereich des ÖPNV und insbesondere im Bereich der Bahnhöfe. Auch hier brauchen wir verstärkte Anstrengungen, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht so, dass wir nur Geld ausgeben wollen. Wir haben auch Einsparvorschläge. Einer davon ist die überfällige Rückstufung des Flughafens Kassel-Calden zum Verkehrslandeplatz. Hier wurden mittlerweile über 300 Millionen € verbrannt. Wir wollen keinen Cent mehr hinterherwerfen. Stattdessen beantragen wir ein Wirtschaftsförderungsprogramm für Nordhessen, das den Menschen vor Ort viel mehr nutzt als ein Flughafen ohne Angebot. Damit könnte Geld sinnvoller und nachhaltiger angelegt werden als in der Subventionierung von einer Handvoll Ferienflieger pro Monat.
sondern von daher lassen Sie uns endlich Schluss machen mit Kassel-Calden und da nicht noch mehr Geld rein versenken, meine Damen und Herren. Fluglärm in Calden. Das Thema Fluglärm ist in Calden jetzt nicht das dringlichste Problem, dafür am Frankfurter Flughafen umso größer. Trotzdem geht der Ausbauwahn immer weiter. Terminal 3 kommt. Sie haben einen Lärmdeckel beschlossen, mit dem es noch viel lauter werden kann. Es wurden jahrelang Fantasiezahlen präsentiert und von Kapazitätsengpässen fabuliert, um dann hinterher festzustellen, dass man Überkapazitäten hat und Dumping-Airlines wie Ryanair angelockt wurden. Das ist sicher keine sinnvolle Entwicklung des Frankfurter Flughafens. Deswegen haben wir auch kritisiert, dass Ryanair hier faktisch der rote Teppich ausgerollt wird, dass sie mit Dumping, dass sie auch noch mit Rabatten hierher gelockt werden. Und das kann überhaupt nicht sein. Gute Arbeitsbedingungen am Frankfurter Flughafen und gute Löhne brauchen wir und nicht Dumpingunternehmen wie die Ryanair, meine Damen und Herren. Der Kostendruck, den wir am Flughafen haben, wird vor allem an die Beschäftigten weitergereicht. Und sonst wird ja immer gerne argumentiert, wir brauchen mehr Arbeitsplätze. Und der ganze Ausbau des Flughafens wurde ja mit Arbeitsplätzen, die danach nicht entstanden sind, begründet. Aber in der letzten Zeit, die Arbeitsplätze, die am Flughafen entstehen, sind oftmals eben keine guten Arbeitsplätze. Sie werden zunehmend prekärer. Fraport-Tochtergesellschaften und Subunternehmen leisten sich bei den Bodenverkehrsdiensten einen Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten. Wenn überhaupt neue Jobs entstehen, das sind oftmals keine guten Jobs. Und die Gewerkschaft Verdi spricht von einem zunehmend erbarmungslosen Absenkungswettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten, die geringsten Qualifikationskosten und den knappsten Personaleinsatz. Und das haben wir ja dieses Jahr hier auch im Landtag diskutiert, dass die Beschäftigten des Bodenverkehrsdienstanbieters Axiona wurden in Existenzängste gestürzt, weil in dem Fall das Verkehrsministerium selbst die Aufträge neu über die Auftragsvergabe neu beschlossen hat, und zwar an ein Unternehmen, das nicht tarifgebunden war. Auch das ist natürlich ein Problem, meine Damen und Herren. Wir wollen einen Flughafen, der gute Arbeit und gute Verkehrsanbindung für Menschen und Unternehmen in der Region zur Verfügung stellt. Das tut er heute schon mehr als ausreichend. Er darf nicht weiter wachsen, weil die Grenzen des Wachstums lange überschritten sind. Ich will noch ein paar Bemerkungen auch machen zur Energiepolitik. Darüber wurde viel geredet, aber praktisch weitergekommen sind wir in der Energiewende leider nicht. Mehr Zeit wird aufgewendet in Abwehrgefechten gegen diejenigen, die lieber auf die Bremse treten würden, statt die notwendige Beschleunigung bei den erneuerbaren Energien einzuleiten. Wir haben die Situation, dass Hessen im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf Platz 14 liegt. Dahinter liegt nur noch das Berlin und das Saarland. Da ist Hessen jetzt in Ihrer Amtszeit zwei Plätze abgerutscht, Herr Minister. Dabei sind die Gründe, warum wir die Energiewende brauchen, ja offensichtlich. Ich will sie hier gar nicht weiter ausführen. Ich glaube nur, weil ja auch viel in diesem Haushalt über Generationengerechtigkeit gesprochen wird. Ich denke, dass unsere Enkel und Urenkel uns irgendwann später nicht fragen würden, ob Minister Schäfer seine schwarze Null geschafft hat oder nicht. Ich glaube aber, dass sie uns fragen werden, warum wir den Klimawandel nicht bekämpft haben, als das noch möglich wäre, meine Damen und Herren. Und deshalb, wir brauchen dringend mehr Investitionen in den ländlichen Raum, in die Breitbandversorgung und in die Energie- und Verkehrswende. Das ist dringend notwendig. Ich will noch einen letzten Bereich ansprechen, das ist die Entwicklungszusammenarbeit. Da erhöhen Sie die Mittel etwas, aber auch hier die Projektmittel für die NGOs müssen erhöht werden und durch die und auch für die nächsten Jahre sichergestellt werden. Die Entwicklungszusammenarbeit ist chronisch unterfinanziert. Ich will nur daran erinnern, dass das Ziel einmal war, 0,7 % des Bruttoinlandsprodukts. Das verfehlt Deutschland, die Bundesrepublik immer. Und auch in Hessen könnte in dem Bereich auf jeden Fall mehr getan werden. Deshalb, die Landesregierung gibt sich einen grünen Anstrich, aber leider folgen den Worten selten Taten. Das grüne Bemühen ist hier und da erkennbar an einer oder anderen Stelle. Aber wenn es denn erkennbar ist, dann bremst die CDU es wieder aus. Und diese Symbolpolitik, wie gerade beim Flughafen, muss an vielen Stellen, soll an vielen Stellen echte wirksame Maßnahmen ersetzen. Und das ist ein Problem, weil gerade die Energie- und Verkehrswende dringend nötig wäre. Und da sind die schwarz-grünen Jahre bisher eher verlorene Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner spricht nun Herr Kollege Kasseckert von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Politik entsteht in der unterschiedlichen Betrachtung der Wahrheiten. Und wenn ich die Rede des Kollegen Eckert mir vor Augen führe, dann hat dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf. Das, von dem Sie gesprochen haben, ist nicht das Land Hessen. Das, von dem Sie gesprochen haben, ist nicht die Vorlage des Doppelhaushalts 2017-18. Das ist das, was Sie sich vielleicht aus Oppositionsgründen, wie Sie sich die Welt in Wahrheit malen wollen. Aber ich glaube, wenn wir einen Blick, und das ist die Grundlage dieser Diskussion, einen Blick auf ein paar Wirtschaftsdaten richten, dann sehen wir sehr schnell, wo Hessen steht, Hessen vorn. Auch wenn Sie vom Stauland Hessen gesprochen haben, führt kein Weg an Hessen vorbei. Und ich will das an ein paar Daten auch deutlich machen. Wir haben in Hessen im Jahr 2015 78.600 € Bruttoinlandsprodukt, ein Wert erreicht, der höher liegt als Baden-Württemberg, ein Wert, der höher liegt als in Bayern, also die Bundesländer, die wir als unmittelbare Konkurrenten betrachten. Und deshalb können wir auf diesen Wert auch stolz sein. Wir haben bei den Gründern je 1.000 Erwerbsfähige einen Rekordwert erreicht, der nach den Stadtstaaten Hamburg und Bremen das erste auf Rang 3, das erste Flächenland bundesweit ist. Auch das ist ein Rekord, ein Ergebnis, das wir für die hessische Wirtschaftspolitik in Anspruch nehmen dürfen, unterstützt von den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 2,57 Millionen Beschäftigten liegen wir deutlich über dem Bundestrend. Die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort mit fast 3,4 Millionen Erwerbstätigen ist eine historische Höchstmarke. Und bei der Arbeitslosenquote sind wir mit 4,7 % niedrigster Wert seit 20 Jahren auch an der Spitze der deutschen Bundesländer. Und ich will deutlich sagen, dass uns das auf der einen Seite zufrieden macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch in die Verantwortung nimmt, in die Verpflichtung für die nächsten zwei Jahre, für diesen Doppelhaushalt, den wir hier heute zu diskutieren haben, auch Grundlage dieser Politik sein wird. Und Infrastruktur ist einer der wesentlichen Faktoren für den Standort Hessen, über den wir reden. Es ist die Säule für Wohlstand, für Wirtschaft. Und deshalb ist der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in dem Falle ganz oben auf der Tagesordnung. Und ich will beginnen mit dem Straßenbau. Wir haben 90 Millionen € per anno in den Straßenbau investiert in den vergangenen Jahren. Und Herr Eckert hat ja die Sicht der SPD, der Opposition, auf den Straßenbau, auf die Investitionen gelegt. Und ich will vielleicht nur ganz kurz Sie erinnern, und damit will ich es dann aber auch bewenden lassen, dass in Ihrem Koalitionsentwurf, Herr Eckert, in 2008 die Verkehrsinfrastruktur auf 80 Millionen € pro Jahr einfrieren wollten. Wir haben 90 Millionen € pro Jahr investiert, und wir werden im Jahr 2018 110 Millionen € und im Jahr 2019 120 Millionen € in den Landesstraßenbau investieren. Das sind Summen, die Rekordsummen sind für das Land Hessen. Noch nie hat eine Landesregierung mehr in den Landesstraßenbau investiert als diese Landesregierung, und darauf sind wir stolz. Und wir haben in dem Zuge auch die Notwendigkeit, Planungsmittel bereitzustellen. Wir haben im Jahr 2013 in dem letzten schwarz-gelben Haushalt mit 33,5 Millionen € Planungsmittelbereitstellung im Jahr 2017 bereits auf 54 Millionen € erhöht. Wir werden im Jahr 2018 auf 67 und im Jahr 2019 auf 68 Millionen € die Planungsmittel hochschrauben. Das ist notwendig, und wir haben ja verschiedentlich schon angesprochen, dass es eine Menge von Maßnahmen gibt, die zur Umsetzung kommen müssen. Aber ich will an der Stelle auch deutlich machen, dass das Planungsrecht uns hier im Moment Grenzen setzt, sowohl auf der einen Seite rechtlich durchsetzbar dessen, was wir an Infrastrukturmaßnahmen umsetzen wollten, aber auf der anderen Seite eben auch an Kapazitäten, von Planungskapazitäten, nicht nur im eigenen Haus bei Hessen Mobil, sondern auch auf dem freien Markt. Dennoch wollen wir diese Mittel nicht nur bereitstellen, sondern wir wollen sie auch im Land Hessen investieren und sind guter Dinge, dass uns das auch gelingt. Begleitet wird diese Infrastrukturmaßnahmen oder die Investitionen in die Infrastrukturmaßnahmen auch durch eine Steigerung, durch eine massive Steigerung des Bundesverkehrswegeplans. Hier haben wir in der alten Periode immerhin 3,6 Milliarden € zur Verfügung gehabt, und es steigt oder ist gestiegen in der neuen Periode auf 8,2 Milliarden €.
eine Rekordsumme, die es in den nächsten Jahren umzusetzen gilt. Alles letzten Endes ist davon abhängig, dass wir Baurecht schaffen, so schwierig das an manchen Stellen ist. Sie kennen die Beispiele, ob es der Riederwaldtunnel ist, ob es die Nordmainische S-Bahn ist, jetzt im Schienenverkehr, oder auch andere Straßenbaumaßnahmen, die auf Eis gelegt wurden bzw. die Umwege fahren müssen, weil das Planungsrecht uns immer wieder im Prinzip Rechnungen oder einen Strich durch die Rechnungen gemacht hat. Ich bin der Meinung, dass man auch hier an dieser Stelle deutlich machen muss, dass der Bund dort in der Verantwortung steht, Planungsrecht zu vereinfachen. Ich will aber nicht nur auf andere schielen, sondern auch auf das eigene Haus. Wir haben bereits im Jahr 2015 jede ausfallende Stelle bei Hessenmobil 1:1 ersetzt. Ein Kritikpunkt, den wir in den Jahren zuvor einfahren mussten, dass wir Personal rückgebaut haben. Das ist richtig. Hessenmobil hat Personal abgebaut. Aber wir haben seit 2016 die Weichen gestellt. Wir hatten in 2016 schon 25 neue Stellen. Wir haben in 2017 noch einmal 10 neue Stellen. Und wir haben auch in der Schwerpunktsetzung ein neues Dezernat mit der Brückenerhaltung beauftragt, weil das eine der großen Aufgaben ist bei den Bundesverkehrswegen, die wir in Hessen haben. Ja, Hessen ist ein brückenreiches Land. Wir haben von den 22 Brücken in Hessen 20 in der nächsten Zeit, die in die Sanierung kommen müssen. 40% des Bundes, des Haushalts des Bundes wird in Hessen investiert. Also auch hier steht das Land Hessen, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessenmobil vor einer großen Aufgabe, 750 Millionen € zu investieren in den nächsten Jahren. Dafür kann man nur gutes Gelingen, eine glückliche Hand und viel Erfolg wünschen in unser aller Maßnahmen oder in unser aller Sinne. Aber das hat auf der anderen Seite natürlich auch, und das ist angesprochen, zur Folge, dass wir mit erheblichen Belästigungen rechnen müssen im Straßenverkehr. Wir haben hohe Stauzahlen, die sind allerdings weniger hoch, als die im Bundesdurchschnitt sind. Daran liegt zum einen, dass wir ein gestiegenes Verkehrsaufkommen haben und zum anderen, dass wir eine hohe Baustellendichte haben. Die Baustellendichte ist auch in Hessen höher als in anderen Bundesländern. Aber anders als die Opposition will ich nicht sagen, dass wir uns darüber freuen, aber dass wir darin ein gutes Zeichen sehen, dass viel und richtig in die Verkehrsinfrastruktur investiert wird, hier im Bundesverkehrswegebereich an der richtigen Stelle, auch wenn wir darum bitten müssen, dass es über temporäre Zeiten sicher hier und da zu Verzögerungen oder auch zu baustellenbedingten Ausfällen kommt. Ich will aber nicht nur auf den Straßenverkehr eingehen. Wir haben die Vernetzung verschiedener Maßnahmen in der Strategie Mobiles Hessen 2020 aufgeführt. Dazu zählt natürlich auch die Infrastruktur Schiene, die ebenfalls bei einer wachsenden Region wie dem Ballungsraum unter einem großen Druck steht. Der Verkehrsminister hat vor wenigen Wochen 12 Schienengroßprojekte benannt, die in den nächsten Jahren rund 12 Milliarden € aufwenden müssen. Das ist Gateway Gardens, das ist der Ausbau der S6, das ist die Planung und Umsetzung der Nordmainischen S-Bahn. 12 Milliarden €, eine Rekordsumme, die hier für den Schienenverkehr zur Verfügung gestellt wird, an deren Ende mehr Kapazität, mehr Pünktlichkeit auf allen Ebenen und natürlich dadurch auch für mehr Mobilität gesorgt wird. Und wir sehen an dieser Stelle, wenn ich Schiene und Straße damit abschließen will, auch gegenüber den Kommunen in der Verantwortung und auch in der Verantwortung geblieben. Wir setzen das GVFG, das alte GVFG-Gesetz fort mit einem neuen Mobilitätsförderungsgesetz, legen auch hier noch etwas darauf. Wir hatten in der Vergangenheit rund 96 Millionen € und werden den Kommunen für den Straßenbau, für den Radwegebau und den Schienenverkehr 100 Millionen € jährlich zur Verfügung stellen. ÖPNV hat eine Hochzeit erlebt. Ich will nur an die Finanzierungsvereinbarung erinnern, die wir für die Jahre 2017 bis 2021 abgeschlossen haben. Rund 4 Milliarden € stehen den Verkehrsverbünden hier zur Verfügung. Auch das ist eine Rekordzahl. Die Maßnahmen sind heute schon mehrfach diskutiert worden, ob es das Jobticket für die Landesbedienstete ist, ob es das hessenweite Schülerticket ist, dessen Erfolg im Übrigen mit 350.000 Stück verkauften Fahrkarten völlig außer Frage ist. Und da will ich Herrn Al-Wazir, demjenigen, der die Idee hatte, und das muss man an der Stelle sicherlich auch zugestehen, der die Idee hatte, auch herzlich gratulieren. Es ist ein Erfolgsmodell geworden, so wie es auch angekündigt wurde. Und hessenweit profitieren Familien und Kinder im erheblichen Maße davon. Herzlichen Glückwunsch dazu. Lieber Kollege Kasseckert, denkst du mal ein bisschen an die Redezeit?
Ich mache gleich zum Ende. Ich will noch das Thema Infrastruktur in Bezug auf den Flughafen ganz kurz streifen. Hier haben wir, glaube ich, dargestellt, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sein muss. Ganz im Gegenteil. Wir haben auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens erhalten, werden sie auch in Zukunft erhalten. Wir haben die Grundlagen für das Terminal 3 gelegt und haben auf der anderen Seite viel Aufmerksamkeit auch auf das Thema Lärmschutz gelegt, auf die berechtigten Interessen der Anleger im Umfeld des Flughafens, Also von daher ist auch hier der richtige Schwerpunkt Ökologie und Ökonomie zusammengefasst worden. Es gibt viele Punkte noch, die sich im Haushalt wiederfinden. Digitales Hessen, die Gigabit-Strategie ist hier heute schon diskutiert worden. Auch hier, glaube ich, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir haben mit Darmstadt eine Auszeichnung bekommen als digitale Stadt. Das ist der Weg in die richtige Zukunft. Wir haben Mittel bereitgestellt, auch für das Handwerk, um Digitalisierung auch zur Anwendung zu bringen, mit 500.000 €. Also alles Maßnahmen, die begleitend auch in der Anwenderszene dann Unterstützung da sein sollen. Ich komme zum Schluss. Das ist mein letzter Satz. Ökologie und Ökonomie, das ist das uns gemeinsam getragene oder uns gemeinsam getragene Geist dieses Haushaltes. Auch im Einzelplan 07 kommt er so zum Ausdruck, dass er Infrastruktur auch in Zukunft hervorragend ermöglicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseck.